Wenn dich interessiert, wie man ein Dreibein baut, dann bleib jetzt dran. Als ich kürzlich am Feuer saß und die Nacht draußen verbracht habe, dachte ich mir doch einfach, wie wäre es denn, jetzt meinen Topf über das Feuer zu hängen? Und so kam ich auf die Idee, ich könnte mir doch einfach einen Dreibein bauen, passend zu meinem Feuer, um meinen Topf über dem Feuer aufzuhängen. Und wie ich den Dreibein gebaut habe, das zeige ich dir jetzt in den nächsten Minuten. Das Erste, was du dazu brauchst, beziehungsweise das Erste, was wir dazu suchen, sind drei ungefähr gleich lange Äste bzw. Stücke. Und genau das mache ich jetzt. So, ich bin jetzt wieder da und ich habe jetzt drei gleich lange Äste gefunden. Und das Erste, was du machst, ist natürlich, wenn sie nicht gleich lang sind, sie alle auf eine ungefähr gleich lange Länge zu sägen. Meine sind jetzt wirklich alle in der ungefähr gleichen Länge und ich nehme jetzt meinen Paracord und beginne eigentlich nur damit, die drei Äste miteinander zu verbinden. Und das zeige ich dir jetzt in den nächsten wenigen Minuten, wie das ganz einfach und vor allem auch schnell geht, dass dein ganzes Dreibein dann auch sehr stabil stehen kann. Wichtig zu beachten ist natürlich, dass deine drei Äste ungefähr auch gerade sind, gleich lang, und eine geradlinige Form ist immer von Vorteil. Ja, und das Erste, was wir jetzt mit dem Paracord machen, ist eigentlich nur, um den ersten Stock bereits einen Zimmermannsknoten zu binden, um das Ganze zu stabilisieren. Das mache ich jetzt, das zeige ich dir jetzt, und daraufhin forme ich bzw. binde ich dann um die restlichen anderen beiden Stöcke inklusive dem ersten noch eine liegende 8 jeweils. Und das mache ich jetzt einfach. Das nächste, was du jetzt machst, ist einfach nur zwischen den Ästen noch einen Strick binden. Das mache ich jetzt, das zeige ich dir gleich. Der Effekt davon ist, dass das Ganze gleich noch viel stabiler ist und vor allem, dass man auch die Äste miteinander gleich so formen kann, dass es ein Dreibein ergibt, das wirklich sehr, sehr stabil ist und auch hält. Also grundsätzlich sehr wichtig darauf zu achten, dass das Ganze natürlich sehr stabil und festgezogen wird. So, das war eigentlich schon der gesamte Ablauf deines Dreibeins. Und jetzt zeige ich dir noch, wie du den aufstellst, was natürlich noch besser für die Stabilität ist. Und so stellen wir den einfach mal auf und nutzen dann auch gleich mal einen Topf dazu, um ihn ranzuhängen und den dann später auch für unser Feuer verwenden zu können. Das war jetzt eigentlich schon der gesamte Aufbau deines Dreibeins. Und das, was du jetzt nur noch machst, ist, das Ganze aufzubauen, und dazu hast du natürlich noch Möglichkeiten, das Ganze zu stabilisieren. In dem Fall, in meinem Fall hier, ich bin hier in einem Wald, ich habe hier einen sehr weichen Moosboden, das kannst du dann natürlich ganz einfach dazu verwenden, um dein Dreibein in den Boden reinzudrücken. Das mache ich jetzt mal kurz, dass das Ganze auch noch ein bisschen stabiler ist. Wenn du aber mal keine Möglichkeit zu einem weichen Moosboden hast oder irgendwo was hast, wo einfach ein Steinuntergrund ist, kannst du natürlich auch versuchen, den mittleren Stock, das mache ich sehr gerne, einfach um seine eigene Achse zu drehen, um das Ganze wirklich richtig fest zu stabilisieren. Ich zeige dir das jetzt mal ganz kurz.
Jetzt hast du natürlich ein Dreibein, das sehr unter Spannung steht, aber dafür besonders stabil ist. Und meine ursprüngliche Idee dazu war ja eigentlich, dass ich meinen Topf ranhängen kann, um ein Feuer drunter zu machen. Ich zeige dir in den nächsten Videos natürlich gerne, wie ich das dann umgesetzt habe, aber für den Fall jetzt habe ich natürlich meinen Topf dabei und zeige dir einfach nur mal ganz kurz, dass das natürlich funktioniert, dass das Ganze auch hält, und den hole ich jetzt. So, hier ist jetzt mein Topf und grundsätzlich ist es ganz einfach. Dadurch, dass mein Dreibein nicht ganz so hoch ist, brauche ich gar nicht so viel Paracord. Vorzugsweise befestigst du entweder dein Behältnis oder dein Topf mit dem Paracord einfach hier am oberen Ende und den Rest bindest du jetzt einfach an dein Dreibein. So stabil natürlich, dass es auch hält und dass es im Notfall natürlich nicht ins Feuer fallen wird. Das wäre jetzt der gesamte Aufbau inklusive meinem Topf mit einem Dreibein. Und wenn es dich interessiert, wie das Ganze in Aktion aussieht, das heißt mit einem Lagerfeuer und das Dreibein über dem Feuer mit meinem Topf, mit kochendem Wasser, mit einer Suppe oder einem Tee, dann bleib auf jeden Fall dran, denn in den nächsten folgenden Videos zeige ich dir dann genau das. Ja, solltest du weitere Ideen, Anregungen, Vorschläge oder Wünsche haben, was ich einfach in Zukunft auch mal zeigen könnte, wie es funktioniert, lass es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dir ein bisschen weiterhelfen konnte, und wünsche dir auf jeden Fall beim Nachbauen ganz sehr viel Spaß und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest.